liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir da auf dem Gabentisch? Wir bleiben beim Hause Rothaus. Tatsächlich. Hefeweizen, diesmal nicht das alkoholfreie, sondern das mit Alkohol, das ganz normale, in dem orangefarbenen Etikett. 5,4% Umdrehungen, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe ist enthalten. Hier in der klassischen NRW-Flasche, ja. Und hier steht es wieder drauf, Badische Staatsbrauerei Rothaus AG, Hefeweizen. Jo, sieht erstmal so aus. Ne? So erstmal ganz schick. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und ist auch ein bisschen kräftiger. Also wollen wir mal schauen. Ich habe schon so ein bisschen gehört, soll einen eigenen Weg gehen, ja, was Weizenbiere angeht. Also bin ich mal gespannt. Also wir haben ja wirklich einige dieses Jahr getrunken. Wobei wir haben ja helle getrunken übrigens als mehr Weizenbiere. Aber das Weizen kam bei uns 2021 auch gut weg. Ne? Können wir wirklich so sagen. Ob es eine Endliste geben wird, ich weiß es nicht. So, ich mache mal auf. Gut gekühlt ist es natürlich. Ja, Kapsel ist übrigens auch in Orange dann. Ne? Ich weiß gar nicht, habe ich es euch eben gezeigt? Ich weiß es nicht. So, Entspannungsfeierabend. Jo, so ein kleiner Auspuff, sieht gut aus. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen hier. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier ausschaut. Also mit dem normalen, beziehungsweise mit dem alkoholfreien, da gab es ja ein bisschen Kritik von meiner Seite aus, weil ich ja gesagt habe, naja, also wenn ich das jetzt mit einem Patronus vergleichen würde, dann würde ich doch dann eher aus dem Lidl das Patronus nehmen. Also so schlecht ist dann auch mein Geschmack oder so gut, je nachdem, wie man es halt sieht. So, aber das sieht ja erstmal schon mal ganz anständig aus. Ich versuche mal so eine kleine Hefespirale hinzubekommen. Oh, doch, doch, doch. Oh, läuft doch da ganz geschmeidig hinein. Aber aussehen hat es übrigens auch gut, das Alkoholfreie. Das haben wir ja gesehen in dem Video. Ich glaube, das kam gestern raus, oder? Ich weiß das immer nicht. So, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als solches zu erkennen. Von der Blume 1, 2, 3, ich würde sagen 3 bis 3,5 Fingerbreite Blume. Wie gesagt, hier, ich bin ja immer ein bisschen zaghaft, was das angeht. Ne? Ja, würde ich sagen, weiß bis cremeweiß, fein bis mittelporig. Kraterbildung sehe ich nicht. Ich würde sagen, so 90 Sekunden kriegen wir auf jeden Fall hin von dem Blümchen. Und das sollte es auch bei einem Weißbier. So sieht es aus. Vielleicht seht ihr das. Das ist schon ordentlich. Kann man machen. So. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Also Hefespirale, ihr seht es wahrscheinlich auch, habe ich jetzt nicht wirklich hinbekommen, aber es ist ein schöner, ja, Hefeschleier, Hefenebel, wie auch immer, hier so in dem oberen, in der oberen Glashälfte zu erkennen. Und das ist natürlich dann auch hundertprozentig Blicklicht, ist logisch, beim Hefeweizen ist die Hefe auch angegeben. Dementsprechend naturtrüb ist es dann auch, ne? Also das ist klar. Von der Farbe her würde ich es auch sagen, ganz klassisch, ja, gelb bis hin ins Orangene rein im Farbspektrum. Nicht zu dunkel, nicht zu hell, also so ein richtig schöner Durchschnittswert, würde ich jetzt sagen, auf der EBC-Skala da irgendwie. Und hier Perlange-Karbonisierung, ja doch, da perlt auch ein bisschen was ab, ein bisschen was erkenne ich. Und sieht erstmal auch dementsprechend spritzig aus. Tief ist es, also ich glaube, ne, da sind wir uns einig. Da könnt ihr jetzt, wie gesagt, richtig schöne Tiefe drin erkennen. Ich halte es nochmal rein, ein bisschen näher. Ne? Also das ist doch soweit erstmal schon mal Grund auf solide. Und so möchte ich es dann auch eigentlich bewerten, Freunde. Also ich finde das jetzt nicht hässlich oder so. Ich finde, das sieht sogar recht gut aus. Und aus dem Grund möchte ich da auch gerne 5 von 5/6 möglichen Punkten geben. Allerdings großzügig. Manch einer hätte jetzt hier wahrscheinlich für die Optik, für die Ästhetik auch 4 Punkte gegeben. Sind wir mal ganz ehrlich. So, ich schnupper mal an. Mal sehen, was das Bouquet so sagt. Ja. Auf jeden Fall versteckt es sich nicht, ist also auch ein bisschen selbstbewusster. Hier ganz klar Malzkörper, ne, der ist betont. Riecht man auch raus, leichte Würze, leicht bananig. Hefe ist diesmal nicht ganz so im Vordergrund zu finden, also nicht primär. Jo, nicht erstmal angenehm, würde ich sagen. Wa? Freunde der Landtrunk, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Weißbier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Ja, okay. Erster Schluck reicht aus. Kann man schon tatsächlich wieder auch einiges erzählen drüber. Nämlich erstmal, womit haben wir es zu tun? Und wir haben ja mittlerweile hier in diesen 3, 4 Jahren, die wir hier diesen Kanal betreiben, tatsächlich auch schon herausgefunden, dass es unterschiedliche Texturen beim Weißbier gibt. Auch unabhängig von der entsprechenden Kategorie, in der wir uns bewegen. Ich meine, hier ist klar, bewegen wir uns schon so im Bereich, ne, Industriestandard, da sind wir schon irgendwie zu Hause. Und
da gibt es natürlich diese sauren, diese extrem wirklich saftig, hefebetont mit richtigen Brocken drin. Und dann gibt es halt auch eher so die schlichten, ne, und auch die lieblichen, die wirklich so vom Malzkörper her richtig karamellisiert sind, ne, nussig sind und so. Und bei diesem Rothaus, und das habe ich fast auch schon vermutet, weil wir gestern das Alkoholfreie hatten, weil es auch in diese eher so, ja, dünnere, leicht verwässerte, flache, schmale Textur reinging, die Tendenzen zu diesen, ja, eher saureren Nuancen hindeutet, ne? Also, und da so würde ich sagen, würde ich das hier auch einordnen wollen. Also schon beim ersten Schluck, du merkst, okay, das ist jetzt, das erschlägt dich nicht, das ist alles andere als wuchtig, es ist sehr schlank, sehr linear, leider auch, muss ich sagen, ein bisschen verwässert und du hast eher diese Säure auf der Zunge. Es ist nicht so dieses Süße, es ist nicht so dieses fruchtige, bananige oder hefige oder ähnliches, sondern wirklich eher so eine Säure. Erinnert natürlich sofort an das Braufässchen, ne, was wir mal gebraut haben. Erinnert ihr euch da, die Geschichte liegt ja auch schon wieder ein, zwei Jahre zurück. Und das war auch so, wo ich gesagt habe, nanu, warum ist denn das so sauer? Und das ist häufig so, also auch bei diesen Hobbybrauern, die werden das bemerken, dass das gar nicht so einfach ist, die Säure da rauszubekommen. Ne? Klar, Fermentationsprozess etc. etc., da kann man jetzt sicherlich einiges fachsimpeln drüber und ich bin da absolut kein Experte drin. Ne? Aber ich schmeck's halt raus und das ist vielleicht auch wieder diese kleine Enttäuschung, weil ihr wisst, ich mag's nicht ganz so sauer. Ich mag's eher dann so hefebetont, saftig, schön süß, nussig, Malzkörper halt. Ne? Das sind ja so, und Hopfen vor allen Dingen, das sind ja so die Sachen, auf die ich so abfahre. Egal, trotzdem, wir machen mal weiter. Ich nehme mal kurz nochmal einen zweiten Schluck, um mal ganz sicher zu gehen. Attribute, wo bewegen wir uns? Ganz klar dynamisches Bier, ne? Also da ist wirklich kaum etwas mit Aromaspitzen. Du bist ja auf der ganz sicheren Seite. Dynamisch, das kannst du theoretisch wirklich auch als Wegbier benutzen, ne? Das könntest du theoretisch auch aus der Flasche da saufen. Das geht auch, das spült sich einfach weg, das ist dünn, das ist linear, da tust du keinen mit weh, das ist einfach so, das spülst du so weg. Aber das ist halt jetzt kein hedonistischer Hochgenuss oder ähnliches. Ne? Das wirst du auch merken. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde sogar einen Erdinger vorziehen. Muss ich einfach so sagen. Da muss ich mal aus Baden-Württemberg mal schnell rüber nach Bayern, ne? Und erstmal da einen Erdinger da rausholen. Da auch, ne? Aber gut, da gibt es eh noch andere Biere, die ich da bevorzugen würde. Aber tatsächlich, wenn ich die beiden jetzt die Wahl hätte im Restaurant oder ähnliches und es gibt ein Rothaus-Hefeweizen oder jetzt hier ein Erdinger-Hefeweizen, dann würde ich mich tatsächlich sogar für das Erdinger entscheiden wollen. Weil selbst das Erdinger noch ein bisschen aussagekräftiger ist, weniger austauschbar ist und tatsächlich sogar ein kleineres Aromaprofil noch beinhaltet, was ich hier jetzt beim Rothaus-Hefeweizen nicht finde. Es sei denn, man mag diese saureren Nuancen, diese Flachheit, dann wird man natürlich damit mit einem schlanken und leichten Weizenbier seine Freude haben. Zweifelsfrei. Also das ist so erstmal, was ich sagen kann. Und ihr seht ja auch selbst, das sieht gut aus, das riecht gut und von der Qualität her ist eigentlich auch nichts zu kritisieren. Ne? Also man hat sich da schon Gedanken gemacht. Das ist nicht einfach so dahingekleckerter Industriestandard oder ähnliches, sondern da ist schon so ein bisschen, ne, da steckt schon so ein bisschen Konzept hinter, würde ich sagen. Jo, Alkoholkante merke ich nicht, Hopfenfloralität oder ähnliches schmecke ich da jetzt auch nicht groß raus. Ja, wie kommt das vor? Das kommt so vor wie so eine Geradlinigkeit, die aber in sämtlichen Spitzen beschnitten ist. Also du hast von allen natürlich klassisch, ganz traditionell gebraut, Weizenbier, alle Komponenten enthalten, die man auch eigentlich erwarten würde. Das wäre schon sehr merkwürdig, wenn das jetzt nicht da drin wäre. Aber es ist halt komplett beschnitten. Also das ist wirklich komplett auf Linie gebracht, könnte man auch sagen, ne? Heute bin ich wieder hier in meiner Wortschöpfung erfinderisch. Ja, auf Linie gebracht. Ganz schlank, ganz traditionell, ohne so, dass du jemanden wehtust oder so. Damit wird sich jeder abfinden können, wenn man es ein bisschen sauer mag. Das ist das Einzige. Das Einzige ist so ein bisschen, es ist flach und es ist sauer. Das ist so das, was so das hervorsticht. Deswegen bin ich der Meinung, aus 10 unterschiedlichen könntest du das ja auch recht einfach herausschmecken. Somit hat es auch einen Wiedererkennungswert. Ne? Ist okay. Wie können wir es bewerten, Freunde? Für mich ist es solide. Das ist ein solider Industriestandard. Kann man trinken, aber es gibt deutlich Besseres. Also da sind wir ganz klar. Also
Wenn ich schon sage, selbst das Erdinger, das ist schmackhafter, dann würde ich hier ganz klar ja einen Durchschnittswert geben. Ne? Das ist, wie gesagt, das kannst du trinken, das wird auch Fans haben, aber für mich persönlich subjektiv ist es ein Durchschnittswert, deswegen 3 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert hier, das Rothaus Hefeweizen. Damit sind wir erstmal fertig mit dem Test. Wir haben heute noch ein alkoholfreies, das müssen wir auch noch testen. Und ja, in dem Sinne, ne, sind wir draußen. Ciao, euer Biersüffler.